So, meine Damen und Herren, da geht es jetzt nach einer Weile mal weiter mit Super Adventure Island. Ich habe ja jetzt zumindest mittlerweile mal rausgefunden, wie ich hier diesen Endgegner, an dem ich bisher immer hängen blieb, besiegen kann. Das werde ich jetzt auch mal hoffentlich schaffen. Dann kommen wir mal endlich, hoffentlich, mal ein bisschen weiter hier in diesem Game. Jetzt die letzten Tage nicht so viel Bock, das zu spielen. Aber ich denke mir, ich muss mich dieser Challenge jetzt auch stellen und dieses Spiel jetzt auch beenden. Nicht ständig Sachen anfangen und dann nicht weitermachen. Ja, die Controller-Kontroverse existiert nach wie vor. Ich möchte da jetzt aber auch nicht mehr drüber reden. Da ja, sagte er und redet trotzdem weiter drüber. Ja, ich muss es jetzt so hinnehmen, wie es ist. Wenn an meinem Controller irgendwas auszusetzen ist, dann ist es halt so. Ich muss damit klarkommen. Wenn ihr andere Erfahrungen zu diesem Spiel habt mit euren Controllern, bin ich natürlich über weitere Hinweise gefreut. So. Bis hier bin ich jetzt. Mann, wollte ich gerade sagen. Ein bisschen souveräner geworden, sagte er und sprang. Ja, man darf ja auch keinen Fehler machen, das ist noch richtig alte Schule. Ja. Ja. Mal ein bisschen konzentrieren wäre. Echt eine Maßnahme. Ja, ja, ja. Das läuft schon wieder genauso scheiße wie beim letzten Mal. So, das sah gut aus. Gut. Ja, ich wollte gerade sagen, weniger labern, mehr konzentrieren, aber das bringt mir auch nichts. Immerhin muss ich dich ganz von vorne anfangen. Das Spiel ist gnädig mit dem. Jetzt ein Sprung, wie Rinz das meinte? Ich weiß es nicht. Wie kann man sich denn hier extra Leben verdienen? So, mal jetzt, wo ich weiß, wie der Endgegner zu attackieren ist, unabhängig davon, welche Waffe ich habe. Dass ich da jetzt mal endlich ein neues Level dann gleich sehe. Ich glaube, speichern oder so. Ja gut, ich möchte das Spiel auch authentisch durchspielen, jetzt nicht hier irgendwelche Speicherfunktion nutzen, die das Spiel ja eigentlich nicht hatte. Boah, das war knapp. Das muss ich halt irgendwie extra Leben verdienen. So nicht. Ich sollte das Spiel vielleicht auch mal ein paar Stunden am Stück spielen, um mal so ein bisschen in den Flow zu kommen. So spiele ich halt immer kurze Parts und hör dann auch erstmal wieder auf, weil der Frust ja auch relativ schnell relativ hoch ist. Aber so generell schwierig dann Spielfluss aufzubauen. Ja, komische Gegner hier zu treffen, das verlangt mir schon einiges ab. Yeah.
komischen ungelenken Sprünge jetzt schon mal ein bisschen besser hin. So. Ich glaube, wenn ich jetzt kaputt gehe, habe ich auch erstmal kein... Irgendwo ein Continue müsste ich noch haben, oder? Oder bin ich dann wieder direkt Game Over? We will see. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich zu attackieren habe. Ich weiß ja jetzt nicht, wie viel der aushält. So, mein Freund. Kupferstecher. Ja, er glüht schon. Und da bin ich getroffen, ja. Continue, okay. Ja, komplett ohne getroffen zu werden, ist das natürlich trotzdem schwierig. Aber jetzt muss ich hier schon wieder von vorne anfangen. Nicht cool, nicht cool. Kann man nicht direkt bei dem Endgegner speichern oder so? Zumindest weiß ich jetzt, was ich machen muss. Ich muss es nur irgendwie schaffen, nicht lange unbeschadet zu bleiben. Ja, das geht ja immer schon mal völlig in die Hose. Ich habe den Eindruck, dass ich hier nicht sonderlich... Nein, ich muss jetzt hier nicht direkt schon wieder die weiße Fahne wehen lassen. Das ist natürlich jetzt auch so als andere Art von Let's Play im Vergleich zu dem, was ich hier sonst so biete auf dem Kanal, ist auch mal ein bisschen vielleicht ganz schön, jetzt mal hier so eine Herausforderung zu haben und auch mal wirklich getestet zu werden und auch mal wirklich Frust zu zeigen und das dann aber irgendwann vielleicht mal, deswegen mag ich ja eigentlich schwere Spiele ganz gerne. Denn wenn man es dann irgendwann schafft, ein so cooleres Erlebnis und Gefühl ist. Nicht das ist, was ich mir von diesem Spiel erhofft hatte. Ich dachte, ich kann mal so ein gechilltes Spiel mal eben in einer Stunde durchzocken, entspannt. Aber nee, das Spiel ist deutlich mehr Hardcore, als ich gedacht hatte. Oder zumindest, ich bin zu wenig Hardcore. Ich muss jetzt nicht ausschließlich auf den Controller schieben. So, jetzt sieht es doch gut aus. Muss ich mit diesem Geister aufpassen? Nein, 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 fuck! Ey, war mal kurz davor. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Scheinbar. Zumindest fast den ganzen. Ah, Mann. Jetzt muss ich da natürlich... Aber wenn ich jetzt kaputt gehe... Ja, bin ich Game Over. Ja, vielleicht beim nächsten Mal, meine Damen und Herren. Schalten Sie wieder ein. Wenn ich es nochmal versuche. Ja. So weit war ich noch nie gekommen, aber wieder gescheitert.